Eisshop. Okay, ich werde meinen eigenen Eisshop gründen und alle werden mein Eis essen auf der ganzen Welt. Das ist der fantastische Plan. Snack. Cool, gell? Was willst du anbieten für Sorten, Ronja? Was ist deine Lieblingseissorte? Cookies. Oh, Cookies and Cream. Cookies and Cream. Oh, ne, meine allerlieblingseissorte ist, es gibt diese mit Brownie-Stückchen und mit Cookie-Stückchen. Die gebackenen Brownie-Fudgy-Stückchen. Oh mein Gott. Oh Gott, ich will nicht zu Eis verarbeitet werden. Hilfe. Nein, Easy, was machst du denn? Komm runter vom Förderband. Oh nein, Hilfe. Keine Sorge, ich kann dich mit einer Million bald verpacken. Warte mal, das ist aber... Kein da Eis. Das ist ein normaler Eiswürfel. Ah, du musst da drauf drücken. Geöffnet. Genau, dann geht die durch. Ach, die machen Wassereis da draus. Okay. Dann mache ich das erste Paket. Ja. Das verpacke ich jetzt. Muss ich das hier alles selber verpacken oder was? Ja. Oh mein Gott. Das ist anstrengend, oder? Das ist ein harter Job. Und die Tür öffnen nicht vergessen, ne? Das muss auch immer. Ja, ja, ja. Aber in 3 Sekunden erst wieder. Jetzt muss ich die Eisproduktion wieder öffnen. Kannst du die Tür öffnen für mich? Nee, kann ich leider nicht. Wie viel Geld hast du gerade? Okay, ich habe 40 Dollar. Guck mal, du kannst hier schon Vanilleeis upgraden. Oh, Vanilleeis und besseres Vanilleeis. Mehr gibt's nicht. Also jetzt erstmal nicht übermütig werden hier in der Eisfabrik. Eins nach dem nächsten, okay? So, ich kann hier erstmal wieder ein Paket reinmachen. Zack, zack, zack. Die sammeln sich hier. Tür öffnen hier vorne. Sehr schön. Oh, guck mal, das ist einfach so ein großer Blob an Vanilleeis. Den zerhacken die jetzt. Die gibt's jetzt auch in Gelb hier, guck mal. Ja, weil das Vanille ist. Ah, lecker. Du kannst sogar upgraden, glaube ich. Okay, ja, noch nicht ganz, nee. Ich brauche noch 5 Dollar. Hast du noch keine 50 Dollar? Nein, ich bin... aber das Vanilleeis, das wird mir jetzt gleich großes Geld bringen. Guck mal, wie viel hier gerade verkauft wird. Oh mein Gott, ich produziere und produziere. Jetzt, warte, ich mach kurz gleich nochmal die Tür auf, damit sich hier die Produktion nicht stoppt. Zeig, ist echt voll süß, wie die hier diese kleinen Eisstiele draus machen. Zack, 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 zack. Oh mein Gott, guck mal. Wir sind reich. Wir sind reich. Aber sowas von. Haben wir sogar genug für Schokoeis? Wir haben genug für Schokoeis. Hier Vanilleeis, Schokoeis, besseres Schokoeis. Du magst kein Schokoeis. Nee. Ich mag kein Schokoeis. Wie kann man denn kein Schokoeis mögen? Ich bin jetzt keine Freunde mehr, Ronja. Es tut mir leid, aber ich weiß nicht, ob ich mit solchen Menschen befreundet sein kann, die kein Schokoladeneis mögen. Aber siehst mal so, ich esse dein Schokoeis nicht weg. Okay, das stimmt. Ja. Stell dir vor, du hast eine riesen Packung Schokoladeneis und dann wunderst du dich immer, wer das aufgefressen hat. Ich habe so Lust auf Eis. Ich glaube, ich muss mir gleich Eis kaufen gehen. Oh, aber weißt du, was das schlechteste Eis ist? Nee, welches? Schlumpfeis. Huh? Ja, okay, stimmt vielleicht. Aber was ist mit diesem grünen Waldmeister-Eis? Oh ja, okay, das ist ein Top-Contender. Du hast recht, das ist auch nicht lecker. Mhm. Weil ich dachte immer, Schlumpfeis wäre cool, so als Kind. War ich halt voll so, oh, das sieht voll cool aus, die anderen Kinder haben das auch. Ja. Schmeckt mir nicht. Das schmeckt eklig. Schmeckt mir. Oh, das ist unser erstes Schokoeis. Guck mal, was wir hier produziert haben. Oh, wie cool. Ja. Ich glaube, ich möchte als nächstes mir mein Geld ansparen. Hier, zack, Eisproduktion geöffnet. Und dann kann ich nämlich hier den Autosammler 1 starten. Dann muss ich nicht immer das Paket selber machen. Das Oha. Hat mir jetzt hier sehr viel Mühe gespart. Und dann kann ich hier mal neue Eissorten upgraden. Upsala. Und zwar Schokoladeneis 2 und Schokoladeneis 3. Unser nächster Schritt ist Erdbeereis. Das kann ich mir noch nicht kaufen. Bananeneis. Bananeneis ist lecker. Nein. Was hast du für ein Problem mit Banane? Hast du schon mal Bananeneis gegessen? Pass auf, ich habe da eine starke Meinung zu. Also, Bananeneis selber machen ist absolut köstlich. Wenn du so Bananen einfach tief frierst und dann in deinen Blender machst und mixst und dann wird es zu Bananeneis, sehr lecker. Da kannst du auch Kakao und sowas reinmachen, alles cool. Aber Bananeneis aus dem Eisladen, das macht überhaupt gar keinen Sinn für mich, weil es schmeckt aktiv schlechter als quasi selbstgemachtes Bananeneis. Und es ist auch noch ungesünder. Also du hast nur Nachteile davon. Oh mein Gott, hier ist ganz schön der Eisstau, während also ich geredet habe. Ich war letztens... Oh, das stimmt. Da musst du dich mal drum kümmern, Ronja. Ich war letztens in Italien und ich habe italienisches Bananeneis von einem richtig italienischen Eiscafé gegessen, die das da alles selber machen auf italienische Weise. So, also so wie wir hier, meinst du?
Moment mal, in Italien, ja? Also, unsere Fabrik steht hier in Italien. Wir sind aktiv. Ich kann leider kein Wort Italienisch, gell? Sonst würde ich dir hier. Das Bananeis war sehr lecker und es war sogar zuckerfrei. Oh, okay. Na gut, dann möchte ich dir mal glauben, ich habe noch nie gutes italienisches Bananeis gegessen, nur von so einer Eisdiele hier und die haben das. Und ja, wir fahren nach Italien und wir kaufen dir Bananeneis und ich werde dich davon überzeugen, dass das lecker ist. Okay, ich will nach Italien. So, ich kann mir jetzt hier. Kokosnusseis kann auch lecker sein. Oh, Kokosnusseis. Anbieten. Ja. Okay, ich bin kein Hasser von Kokosnusseis. Das machen die ja auch viel so als vegane Alternative. Und das ist gar nicht schlecht. Aber es kann auch lecker sein. Also da ist wirklich. Oh, ich habe mir so veganes Eis gekauft und ich habe mich voll gefreut, weil das gab's für einen Euro. Und ich mache das Schnäppchen meines Lebens. Es war so auf Mandelbasis. Ich habe mich voll gefreut. Ich habe mir gedacht, boah, das wird richtig lecker. Und da kommt der Hass auf die Bananen her und da ist so künstlicher Bananengeschmack drin und ich hasse es. Ah, ich hasse es. Okay, ja, das verstehe ich. Sonst überlebt Eis wirklich nicht lange bei mir im Tiefkühler, aber das, ich werde das nicht essen. Ich werde das, keine Ahnung, meinem Bruder andrehen oder so, was weiß ich. Was kann ich denn hier eigentlich für Upgrades? Nein, lass dich nicht verarbeiten, easy! Was? Wieso denn nicht? Okay, so, Upgrades hier in der italienischen Eisfabrik. Das kann ich mir noch nicht leisten, das kostet nämlich 1 Million. Aber was ist denn mit einem Eisaufwärter? Hier? Oh ja, das ist ein Eisaufwärter 1 zum Beispiel. Wow. Oh, das sieht direkt aufgewertet aus. Wie viel Geld hast du noch übrig? Ich habe noch 1000. Ich kann mir hier gleich erstmal kaufen, dass die Tür automatisch auf ist. Erdbeereis, hallo? Oh, Entschuldigung. Wir können upgraden. Okay, also warte, 1500. Ich habe 1500. Ah, okay. So. So, dann kann ich nämlich Erdbeereis, besseres Erdbeereis. Zack. Mhm. Auf Erdbeereis habe ich nicht so einen Hass wie auf Banane. Aber spezifisch mit Banane habe ich leider schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, wenn du so künstliches Bananen, ja, das verstehe ich. Das ist halt einfach nicht so gut. So künstlicher Bananengeschmack, das ist wie dieses so Fruchtzwerg-Banane oder so. Es schmeckt einfach nicht gut. Hallo, hier ist Stau, Ronja. Ja, hier ist auch Stau. Komm mal hier rüber. Oh mein Gott. Ja, hier ist noch schlimmerer Stau. Länger öffnen. Zack, okay, ich mache weiter Pakete. Immerhin. Unendliche Geldproduktion. Guck mal, wie das Eis hier fließt. Zack, 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 zack. Wir stellen es her. Musst du die ganze Zeit hier stehen und irgendwas drücken? Weil man hört so deine Tastatur. Ja, ich muss die ganze Zeit E-Paket. Okay. So, aber keine Sorge, denn wir haben nun große Summen Geld für Eisaufwärter 2. Wow. Ganz verrückt. Das Ding ist, der Autosammler 2 kostet halt 25.000. So reich bin ich noch nicht. Auch wenn das Eis-Business natürlich ein lukratives Business ist. Wir können uns jetzt von hier... Von da oben kommt das. Erdbeereis. Guck mal. Von wo? Oh! Ja, vom Kühlschrank kommt das her. Wo kommt das? Wie? Boah, wir können da sogar rein. In den Kühlschrank? What? Warte, ich kaufe mir kurz mal das erste Bananeneis. Oh mein Gott, wir werden reich. 15.000. Wie viel haben wir? 16.000. What? 17.000. 18.000. What? Wir sind schnell. Oh mein Gott, wir können Bananeneis aufwerten. Ja, wir können Bananeneis aufwerten. Ich mache erstmal den Autosammler 2 an. Keiner will Bananeneis. Niemand. Ja, die kaufen das aber. Niemand will. Nein, die kaufen das nicht. Die kaufen das Vanilleeis, das Schokoeis und das Erdbeereis. Das Bananeneis wollen die überhaupt nicht haben. Die sagen alle nein, hör auf, das zu produzieren. Wir hassen Bananeneis. Das ist, was ich hier höre. So, ich mache mal die Tür auf. Hier ist nämlich mal wieder Stau. Immerhin muss ich die jetzt nicht mehr so oft aufmachen. Nur noch alle 240 Sekunden. Ja. Du kannst jetzt erstmal mitkommen, wenn du möchtest, weil hier gibt es noch was ich dir gerne zeigen würde. Oh, okay, natürlich. Ja, kommen Sie mal mit hier. Auf das Laufband. Ey, das sieht voll cool aus. Und einmal hier vorne absteigen. Oh mein Gott, wo sind wir denn hier? Hier hin. In wir der... haben links die Easy Obby und da auf der anderen Seite die Hard Obby. Und damit können wir... Bitte in die Easy Obby. So, Achtung. Oh mein Gott. Wie bin ich so ein bisschen der schlechteste Obby-Spiel? Oh, ich will die gar nicht machen. Schwer. Ich finde die voll blöd, die Easy Obby. Guck mal, da hinten haben die anderen aber Leute ihre Eis. Aber du gewinnst mehr Geld, wenn du das schaffst. Ist es so? Krieg ich Multiplier? Ja. Okay, na gut. Dann muss ich mich jetzt hier durchquälen durch die Easy Obby. Ey, aber die ist wirklich nicht einfach. Ja, ich möchte weiß, ich kurz weiß. Hinzufügen. Ah, zack, zack, zack. Geschafft! Let's go! Oh yeah. Okay, zack. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hard Obby? Da hat. Oh mein. Ich werde es nicht schaffen. Ich werde es nicht schaffen. Ich will es auch gar nicht schaffen. Ich hasse die Obby.
Ich hab's auch gar nicht nötig. Du fällst sie doch gar nicht, Ronja. Ich kann's nicht. Ich bin noch kein guter Hobbymacher. Ich verkauf weiter Eis. Hier, Paket, 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 Paket. Oh, wir sind reich. Ich hab 40.000. Oh mein Gott, ich kaufe jetzt... Hast du genug für Orangeneis? Ich hab genug für Orangeneis. Hier, Bananeneis. Wow. Besseres Bananeneis. Und orangenes Eis. Orangeneis ist eine wilde Sache. Obwohl, das ist einfach nur so Wassereis, oder? Weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich schon. So dieses, was es auch als Cola gibt. Bin sonst kein Cola-Fan, aber ich habe das geliebt als Kind, so im Schwimmbad. Oh, hier ist großer Eisschau. Ich mag auch keine Cola, das schmeckt so unnatürlich. Ich habe richtig lange keine Cola getrunken und ich habe vor kurzem, hatte ich Freunde da und ich habe halt Cola gekauft, weil ich halt ein guter Gastgeber sein wollte. Und dann hat aber keiner die ausgetrunken und dann hatte ich richtig viel Cola da und normalerweise waren immer Leute irgendwie da, die die ausgetrunken haben und ich hatte nie die Situation und dann war ich voll so, okay, ich will es jetzt nicht wegkippen und dann hatte ich aber kurz so einen Moment, wo ich voll war, oh, Cola Zero, köstlich und dann habe ich so 2 Tage richtig viel Cola getrunken und dann hatte ich Bauchschmerzen und dann, jetzt ist es wieder vorbei mit dem großen Cola-Hype, das ist meine, meine Erfahrung mit Cola. Ich bin so reich. Ich wünschte, okay, weißt du was? Ich kaufe mir jetzt... Manja, weißt du, wer die Hard Obby fast geschafft hat? Was? Ja, fast. Ich bin direkt beim letzten Sprung gestorben. Okay, aber der Wille zählt. Ich hab's fast geschafft. Ich kaufe mir weiter Eis. Orangeneis 2. Okay, für Orangeneis 3 reicht's nicht. Das war's jetzt erstmal wieder. Okay, es muss da noch irgendwo Upgrades geben. Hier, Paket, Paket, Paket. Was ist denn mit dem Eis-Upgrader? Gibt's denn da noch einen? Eisaufwärter Nummer 3 für 50.000. Den kann ich mir tatsächlich sogar leisten. Oha, no way, echt jetzt? Doch, ich bin nämlich richtig... Also, das Eisgeschäft. Guck mal, wie viel Eis wir hier produzieren und verkaufen. Das geht hier ratzfatz. Da musst du nur einmal einsteigen und dann, ne? Ist es eine Gelddruckmaschine. Sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Muss ich auch sagen, ja, das stimmt. Also, ich mache hier gar nichts. Die Maschine stellt hier selber sein Eis am Stiel her. Und ich kassiere ein, sage ich dir ganz ehrlich. Ein Eisshop ist... lohnenswert. Ich glaube, das wäre voll das friedliche Leben. Stell dir vor, du hast so einen kleinen Eisladen irgendwo in Italien und du stellst es selber her. Ich stehe hier gerade und esse dein Eis. Nein! Meine Profite! Stopp! Nein! Easy! Besonders Banane fand ich gut. Ja, klar. Besonders Banane fandest du gut. Niemand mag... Okay, schreibt mal bitte in die Kommentare, dass ich hier recht habe und niemand Bananeneis mag. Das ist keine controversial opinion. Das ist einfach Quatsch. Okay. Ich mag Bananeneis. Die ist, tut mir sehr leid. Aber du liegst falsch. Oha, neuer Upgrader. Neuer Eisaufwärter. Ich kann... Guck mal, 25.000, dann bleibt die Tür sogar noch länger offen. Nee, die Tür ist ja schon seit Ewigkeiten auf. So, das kriege ich noch hin. Aber der Autosammler, der kostet halt noch mal... 125.000. Und das wäre eigentlich ganz cool, damit ich nicht die ganze Zeit hier Paket drücken muss. Ich finde es auch schön, wie es schon mittlerweile Nacht geworden ist, weil wir hier Tag und Nacht schuften in unserer Eisfabrik. Aber ich bin jetzt... Meine Hände sind schon ganz gefroren. Ja, du musst ja nicht die ganze Zeit das Eis hier klauen. Meine Zunge ist auch gefroren. Ja, sag dich mal warum. Wir können uns hier leisten. Upgrade der Maschinenkühlung. Banane. Nichts Banane. Jetzt guck mal, jetzt hier mit den extra Schneeflocken, das ist ganz anderes Essgefühl, wenn das Eis tatsächlich kalt ist. Das hält vielleicht seine Form. Okay, wir können uns jetzt außerdem leisten, orangenes Eis 3, orangenes Eis 4. Ronja, hast du dein Eis eigentlich schon mal absichtlich warm werden lassen und es dann so gerührt und dann gegessen? Ja. Ja, so lecker, oder? Das ist so viel besser. Jetzt mal ohne Mist, das... Wenn es so ein bisschen angeschmolzen ist, du isst ja auch, wenn du so Dings hast, so vom Rand, weil es ja geschmolzen ist, schmeckt viel, viel besser. Tausendmal. So, Wassermeloneneis. Ganz verwirrte Seelen, die das kaufen, aber na gut, mir soll es recht sein, wenn es mir Geld verdient. Auch lecker. Hallo? Aber ich glaube, ich bin einfach nicht so ein Fan von Fruchteis. Ja, wahrscheinlich. Ich habe das Gefühl, wenn ich schon Eis esse, dann wenigstens richtig. Was ist denn das hier für grünes Eis? Oh mein Gott, guck mal, was das hier für eine Verstauung ist. Ah! Oh, was ist denn hier los? Oh mein Gott. Was ist denn mit der Maschine passiert? Stopp! Oh Gott, bei der Eisproduktion. Ich glaube, du musst die Pakete mal wieder... Ach nee, da hast du jetzt Autosammler. Ich habe... Ach so, warte, ich kann hier den nächsten Autosammler machen. Yeah. Dann kommen ein bisschen mehr Pakete raus. Oh,
Und den danach kann ich auch machen. Ja, das ist nice. Oder? Ach nee, hab mich verlesen. Es ist 1.500.000. Ich dachte, es wären 150.000. Ich war so, ach, das habe ich ja. Warte, ich pumpe hier mal ein bisschen was raus. An Paketen. Oh, denkst du, Wassermelonen und Eis bringt uns viel Geld? Wie viele noch drin sind, ne? Oh, warte, wo? Noch 100 Pakete drin. Ach so, nur noch 100. Oh mein Gott. Ich sag dir, ich brauche so einen Autoklicker. Hier, zack, die Zeige drunter. 90, 80, wir kämpfen. Es kommen immer neue Eise rein, aber ich bin unermüdlich. Okay, 70. Das ist so anstrengend. Ja, aber sieht gut aus. Guck mal, hier, wie ich den Dings runterkriege. Guck mal, wir haben Besuch sogar. Oh. Hallo, willkommen in unserer Eisfabrik. Was kann ich für Sie tun? Muron 17 HA. Ach, die wollen Bananeneis kaufen. Tut mir leid, das ist hier alles allein. Ich glaube, da hast du dich verhört, Easy. Er hat Wassermelone gesagt. Stimmt. Schokoladeneis. Ja, dafür sind bekannt hier. Oh mein Gott, was ist das denn? Verpackungsupgrader. 1.000.000. Ich habe den Verpackungsupgrader 2 gekauft. Und nicht den Verpackungsupgrader 1, weil ich nämlich gedacht habe, clever. Jetzt ist die Verpackung mehr wert. Mehr. Aber ja, das ist ja so, wenn du deine wertigere Verpackung hast, dann. Oh, warte, ich muss die Tür aufmachen. Schnell, Tür auf, zack. Du hast 1.000.000 dafür aufgegeben. Junge, da staut sich da hinten alles. Ja, ich habe 1.000.000 dafür ausgegeben. Ich habe jetzt gemacht, dass die Tür länger aufbleibt. Oh mein Gott, aber es geht. Guck mal, wir kommen hinterher mit den Paketen. Ja. Ich gebe jetzt nochmal 1.000.000 aus für den Verpackungsupgrader 1. Zack. Dann ist das alles hübsch. Dann kommt es auch so aus so Papierdingern, damit das alles schön ökologisch aussieht. So, wir haben noch einen Besucher. Ah, schönen guten Tag. Erdbeereis. Ja? Ja, keine Sorge. Das ist alles gut gekühlt hier. Ich glaube, der ist so beeindruckt von der Kühlung, dass der das halt bei sich auch direkt einrichten möchte. So, jetzt lass doch nochmal eine neue Sorten hier kaufen, oder? Na gut, lass mal nochmal. Ich habe genug Geld. 350 habe ich. Zack. Mehr habe ich nicht, weil ich habe schon wieder 70 Pakete im Lager, die hier nicht ausgemacht. Ich habe doch schon 5 Autosammler. Okay, wir sitzen wieder da. Es führt kein Weg dran vorbei. 60, 50. 1.200.000. Wir sind reich. Unendliches Geld und Reichtum. Zack. Die Tür bleibt noch eine Weile auf. Okay, die Eisproduktion läuft. Ich hätte halt gern so ein zweites Förderband, weil ich habe das Gefühl, mit einem so, das ist ein bisschen eng alles. Aber gut, da kann man nichts machen. Stimmt. Ich glaube, Förderbänder kann ich gar nicht. Ich kann hier nur einen Wertleser machen, aber der bringt mir, glaube ich, nichts. So. Na gut, da muss ich wohl weitere Eissorten kaufen. Und zwar Wassermeloneneis Nummer 2 und Nummer 4. Nummer 3 und Nummer 4. Ich kann nicht richtig zählen. Als nächstes haben wir Blaubeereis. Ich habe genug Geld, Easy. Wir können jetzt endlich Blaubeereis produzieren und ich denke, das ist auch jedermanns eigentliches Ziel gewesen. Hier meine Fabrik läuft einwandfrei, mittlerweile sammelt sich alles, die Tür bleibt auf, wie unser Eis produziert sich von alleine. Das war es auch auf jeden Fall mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Kommentar da, welche Eissorte eure Lieblingseissorte ist. Falls ihr bis jetzt geguckt habt, dann schreibt es. Oder ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, schreibt bei Easy vorbei und dann macht's gut, ciao!